Mit dem Klimawandel werden Hitzeperioden häufiger, länger und heißer. In Städten ist die Hitzebelastung besonders groß, wegen der vielen versiegelten Flächen, die die Sonnenstrahlung absorbieren und damit die Umgebung aufheizen. Deshalb sind die bebauten Gebiete in der Stadt oft um einige Grad heißer als im begrünten Umland. Gerade für ältere Menschen, Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Kleinkinder sind die Hitzetage eine große gesundheitliche Belastung. Deshalb wird es immer wichtiger, dass sich städtische Quartiere an zunehmend extreme Wetterbedingungen anpassen. Das Forschungsprojekt EXTRAS möchte die Anpassung von deutschen Groß- und Mittelstädten gegenüber Hitze und Starkregen, insbesondere in Potsdam, Remscheid und Würzburg, verbessern. Die Großwohnsiedlung Drewitz befindet sich momentan auf dem Weg zur Gartenstadt und des ersten emissionsfreien Stadtteils Potsdams. Die heute ca. 3000 Wohnungen umfassende Siedlung wurde Ende der 1980er Jahre als eines der letzten Neubaugebiete der ehemaligen DDR errichtet. Seit 2009 findet eine klimafreundliche und sozialverträgliche Umgestaltung des Stadtteils statt. Ein bisher in Brandenburg einmaliges Vorhaben. Wir sitzen hier gerade in einem Innenhof in der Gartenstadt Drewitz. In den letzten 10 Jahren wurden viele Wohngebäude energetisch saniert. Innenhöfe wurden zum Teil begrünt, zum Teil sind Mietergärten entstanden. Und im Zentrum des Stadtteils konnte eine große, überdimensionierte Straße so zurückgebaut werden, dass jetzt ein Bürgerpark entstanden ist. Hier sieht man zum einen an der Fassade, ne, wie die jetzt der neue Zustand aussieht. Hinter der Fassade wird jetzt das Regenwasser entlang geführt und auf der Grünfläche gleich versickert, was ja gerade durch diese lang anhaltende Hitzeperioden auch besonders gut ist. Diese Regenversickerung findet hier an mehreren Teilen der Gebäude statt. Also da drüben ist auch nochmal so eine Mulde. Dann sehen wir hier die neu angepflanzten Bäume. Also man sieht auch die Bestandsbäume, die schon wesentlich größer sind und natürlich schon mehr Auswirkungen haben auf das Mikroklima. Und da hinten ist eine Fassade als Vergleich, wie es früher aussah. Das, wo wir jetzt hier sitzen, war eine dreispurige Straße und 4 Reihen Parkplätze. Also außer der Straßenbahn und dem kurzen Grün vor den Häusern war hier alles Beton. Mittlerweile wird der Park sehr gut angenommen, weil man merkt, wenn man hier sitzt, ist ein ganz anderes Klima als noch vor 10 Jahren. Also es ist ein sehr belebter Platz geworden, im Gegensatz zu diesem tristen, grauen Beton von vorher. Aber aus meiner Sicht war der Start des Umbaus der Gartenstadt ein Fehlstart. Es wurde von Seiten der Stadt ein fertiger Plan vorgestellt, den Bevölkerung sagen, so bauen wir Drewitz um. Da gab es massiven Widerspruch an allen Seiten. Daraufhin wurde ein Werkstattverfahren eröffnet, in dem die Pläne zum Großteil überarbeitet wurden. Und das hat meiner Augen auch die Akzeptanz gestärkt, dass die Bürger merken, wir können die Planung mitgestalten. Also wir haben schon den Eindruck, dass dieser Umbau zur Gartenstadt für das Gelingen des Projektes Wendeschleife förderlich ist, weil einfach über einen jahrelangen Prozess der Bürgerbeteiligung eine ganz schöne Sensibilisierung stattgefunden hat für Themen wie Stadtgrün und wie ruhig oder laut wollen wir es haben. Also da haben sich einfach fast alle Quartiersbewohner und Bewohnerinnen, glaube ich, in diesem Prozess mit auseinandergesetzt. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Leuten Wertschätzung entgegenbringt, dann kommt auch total viel Interesse, Motivation, Elan zurück. Also der Klimagarten ist erstmal ein Förderprojekt und der Name Wendeschleife, also man sieht es so ein bisschen hier um diesen wunderschönen Teich herum, war einst eben eine Wendeschleife von einer Tram und daher der Name dieser Grünfläche. Unser Ziel ist es eigentlich, Interesse für Klimaschutz und Umweltschutzthemen hier in Drewitz zu verankern. Und wir versuchen das sehr alltagstauglich und lebensnah zu gestalten, dass sich auch alle angesprochen fühlen. Und ich denke, dass dieser Garten halt dadurch sehr stark ausstrahlt, das Betreten und Entdecken, Nutzen nach Laune erwünscht sind. Und das ist, glaube ich, halt noch nicht so häufig im öffentlichen Grün, dass man halt wirklich so ein ausgesprochenes Mitmachangebot hat. Ich denke, Drewitz hat jetzt durch diese veränderten Grünstrukturen, durch die begrünten Innenhöfe und durch die Mietergärten und natürlich auch vor allem durch diese Zentrumsachse, durch den Stadtteilpark, total an Attraktivität gewonnen.
Ökosystemleistung ist erstmal ein sehr sperriger Begriff, aber im Prinzip ist es einfach der Sammelbegriff für die vielfältigen Beiträge, die Ökosysteme zum menschlichen Wohlbefinden liefern. Im Rahmen von Stadtgrün könnten das zum Beispiel Regulationsleistungen sein, wie die nächtliche Absenkung der Lufttemperatur durch die Kaltluftproduktion in größeren Grünanlagen. Neben diesem thermischen Wohlbefinden untersuchen wir aber auch andere Nutzen von Stadtgrün, zum Beispiel die Biodiversität und das CO2-Speicherpotenzial und den kulturellen Nutzen hinsichtlich der Aufenthaltsqualität. Wir schauen uns hier in Drewitz unter anderem das städtische Grün als ökosystembasierte Anpassungsmaßnahme an. Das heißt, wir gucken uns die mikroklimatischen Auswirkungen an und den Einfluss aufs thermische Wohlbefinden. Dabei haben wir nachweisbare Unterschiede zwischen der Lufttemperatur in den verschiedentlich begrünten Höfen feststellen können. Dabei waren zum Beispiel die grünen Innenhöfe bis zu 2,5 Grad kühler als die weniger grünen Innenhöfe. Aber es gibt auch kulturelle Ökosystemleistungen, die Stadtgrünen leisten. Zum Beispiel die Stärkung des sozialen Zusammenhalts oder der menschlichen Gesundheit durch Stadtnatur. Urbane Grünflächen spielen ja angesichts des Klimawandels generell eine immer größere Rolle für städtisches Mikroklima. Und auch hinsichtlich der Lebensqualität steigt so ein bisschen der Stellenwert. Und wenn man jetzt sagt, man strebt null Emissionen etc. an, man hat noch viel vor, dann kann das hier eigentlich nur das Modell sein. Und eigentlich fänden wir es schön, wenn die Gartenstadt weiterentwickelt wird und so in die Innen- und Hinterhöfe wächst. Und dass man dann diese Flächenpotenziale nutzt und eben bei Neupflanzungen Nutzpflanzen zu bevorzugen. Denn dann hat man halt einerseits vielleicht die ökologischen, klimatischen Funktionen, aber dann auch noch die sozialen Funktionen. Weil es kommt halt einfach total gut bei den Leuten an. Zu sagen, wir schaffen was Besonderes, was wirklich ausstrahlt, ey, es ist uns hier nicht egal, wir wollen ein schönes Umfeld schaffen, dann wird das eigentlich ein Selbstläufer, zumindest hier in Drewitz.